Nee, jetzt passt's sogar ein bisschen zu gut. Wollen wir noch einen Soundcheck machen? Dann erzähle ich ein Gedicht. Brauchen wir heute nicht, nein? Sonst hätte ich jetzt das Gedicht vom dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzeschnelle. Kennen Sie das? Ja, eine kennt's. Wer kennt's noch? Ah, es kennen doch einige. Morgenstern ist eben doch beliebt. Okay, sind wir schon auf Sendung oder wie? Ja, also übers MMZ heute. Übers MMZ heute. Gut. Beugung und Interferenz, das ist das Thema für heute. Das muss ich auch noch einschalten hier. Ja, heute geht's durcheinander. Okay, also Beugung und Interferenz. Aber bevor wir anfangen, fangen wir natürlich... Ach du liebe Zeit, da funktioniert ja gar nichts. Ach, ja. Naja, MMZ halt. Wir fangen mit einer Umfrage an. Der Himmel ist blau, weil die Luft blaues Licht stärker als rotes streut. Die Luft rotes Licht stärker als blaues streut. Die Luft blaues Licht stärker als rotes absorbiert. Das Ozon gelbes und rotes Licht absorbiert. Funktionieren die Umfragen? Nein, funktionieren nicht. Ach so, ein Mist. Nochmal probieren. Funktioniert es jetzt? Ah, gut, also jetzt funktioniert es. Ergebnisse kriegen wir auch keine eingeblendet. Das geht natürlich mit dem MMZ nicht. Das geht nur mit unserer eigenen Technik. Ich habe das MMZ... Naja, die Pandemie, die dauert ja erst seit einem Jahr und so ein MMZ braucht da halt ein bisschen länger. Ich meine, ich läste jetzt da schön übers MMZ, bin aber froh, dass wir es irgendwie haben als Backup. Wir müssen mal schauen. Ah ja, kommt sogar. Also die Luft, die streut blaues Licht stärker als rotes, das ist richtig. Die Luft, rotes Licht stärker als blaues, das ist natürlich dann falsch. Aber diejenigen, die letzte Antwort angeklickt haben, ist da jemand drunter hier? Ja? Können Sie es erläutern? Wie bitte? Sie haben geraten, aber Sie haben richtig geraten. Ja, das ist was ich das letzte Mal nicht hier thematisiert habe. Aber die Leute, die haben sich natürlich genauer überlegt, was passiert, wenn die Sonne untergeht und wie dann der Himmel eigentlich aussehen müsste. Wir haben ja das letzte Mal gesagt, dass das blaue Licht rausgestreut wird. Und mittags ist der Himmel schön blau, nicht? Und wenn dann die Sonne untergeht, dann geht die Sonne ja durch viel mehr Atmosphäre. Das heißt also, die Farbe des Himmels, die müsste sich verändern. Ach so, ich sollte den Mundschutz abnehmen. Also die Farbe des Himmels, die müsste sich verändern. Und tatsächlich ist es so, dass es da eben einen zweiten Effekt gibt, der viel schwächer ist als der mit der Rayleigh-Streuung. Und der hat damit zu tun, dass das Ozon, also in der Stratosphäre das Ozon, dass das gelbe und das rote Licht, genauso wie das UV-Licht übrigens, ja, also deswegen brauchen wir diese Ozonschicht, um nicht vom UV-Licht der Sonne verbrannt zu werden. Es gibt da zwei Absorptionsmaxima, das im UV ist noch viel stärker, aber darum geht es ja nicht, das können wir ja nicht sehen. Das trägt also nichts zur Himmelsfarbe bei. Aber dieses Ozon, das filtert also sozusagen das rote und das gelbe Licht heraus. Und deswegen sehen wir auch in den Abendstunden einen blauen Himmel. Und das ist in der Fotografie oder auch sonst in der Kunst als die blaue Stunde bekannt. Ja, wenn die Sonne schon so gerade untergegangen ist und der Himmel immer noch schön blau ist. Das ist diese Geschichte. Ja, so bloß ein bisschen Allgemeinbildung. Zweite Umfrage.
Ein Proton ist 2000 Mal schwerer als ein Elektron. Wenn sich beide in einem Feld von 1 Gigavolt, also 10 hoch 9 Volt pro Meter befinden, wie viel höher ist die Leistung der elektromagnetischen Strahlung, die das Elektron abgibt? Ja, drei mögliche Antworten. Woher soll ich das wissen? Dann circa 2000 mal circa 4 Millionen Mal. Ja, geht wahrscheinlich schnell. Haben wir schon ein Ergebnis? Ja, woher soll ich das wissen? Rebellische Studenten hier, die sich vielleicht auch einen Spaß draus machen aus den Umfragen. Ja, also die Hälfte hat es richtig. Wie kommt man drauf? Nochmal, die Larmor-Formel, was hat die Larmor-Formel gesagt? Die hat gesagt, dass die abgestrahlte Leistung proportional ist zur Beschleunigung zum Quadrat. Ja, das ist ja auch die Ursache dessen, die Ursache für den blauen Himmel. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten gesagt, blauer Himmel, das einfallende Licht, das erzeugt da lauter Dipole in der Luft und schüttelt also da die Elektronen in den Luftmolekülen hin und her. Wenn wir die Beschleunigung brauchen, müssen wir diesen Sinus zweimal ableiten, kommt also ein Omega-Quadrat vom zweimal ableiten, vom zweimal nachdifferenzieren. Omega-Quadrat quadriert, ja, weil wir ja die Beschleunigung zum Quadrat haben, gibt Omega hoch 4. Deswegen wird das blaue Licht so viel stärker gestreut als das rote Licht. Übrigens, bei der Rayleigh-Streuung, da hatte ich ja gesagt, dass das Himmelslicht polarisiert ist. Also das, was um 90 Grad abgelenkt wird, das haben wir über die Rayleigh-Streuung auch herausgefunden. Sie erinnern sich an diesen Wassertank, den wir da hatten. Und wir haben dann das Licht durch einen Polarisator angeschaut. Und es kam nur die senkrecht polarisierte Komponente raus. Die horizontal polarisierte Komponente, die kam nicht raus. Wir werden dann gleich noch in der Pause hoffentlich ein Filmchen zeigen, wo das anhand eines Experiments, eines Forschungsprojektes, das wir in meiner Gruppe betreiben, nochmal erklärt wird. Also dieses Himmelsblau über die Rayleigh-Streuung, da kann man die Polarisation des Himmelslichts erklären. Ja, die andere Geschichte mit dem Ozon, da ist das Himmelslicht nicht polarisiert, weil das eben mit Absorption zu tun hat, die nicht vom Streuwinkel abhängt. Jetzt hier. Wir haben gesagt, dass die abgestrahlte Leistung, dass die proportional ist zur Beschleunigung. Jetzt wissen wir zwei Dinge hier zusätzlich. Wir wissen, dass die Kraft gegeben ist durch das Coulomb-Gesetz, also elektrisches Feld mal Ladung. Das ist die Kraft. Ja? Q mal E ist die Kraft. Und außerdem wissen wir aus dem ersten Semester noch F gleich M mal A. Das bedeutet, wenn das Proton jetzt 2000 Mal schwerer ist, dass wir dann eine 2000 Mal geringere Beschleunigung haben. Und deswegen, weil die abgestrahlte Leistung proportional zur Beschleunigung zum Quadrat ist, eben 4 Millionen Mal. Ja? Das ist auch der Grund, warum man am CERN den LHC gebaut hat, keinen Elektronenbeschleuniger, sondern einen Hadronenbeschleuniger. Also da werden Protonen beschleunigt oder manchmal machen die das auch mit Bleikernen. Ja, die sind noch schwerer, ist die Beschleunigung noch kleiner. Denn das Problem ist, die würden das viel lieber mit Elektronen machen, ihre Hochenergiephysik, weil das Elektron sehr viel einfacher aufgebaut ist wie die Protonen. Die bestehen ja wieder aus Quarks. Ja? Und wenn sie dann gleich einen ganzen Bleikern haben, ja, also das ist dann schon komplex, wenn die aufeinander rauschen, da passiert ja, das totale Chaos. Und die müssen da aus dem Chaos, müssen sie da die
die interessanten Ereignisse herausfischen. Wenn das Elektronen wären, wäre das sehr viel einfacher. Aber die Elektronen haben eben das Problem, dass wenn sie die auf die Kreisbahn zwingen und die zu Teraelektronen wollt oder was weiß ich beschleunigen wollen, dass sie da in jeder Kurve, die sie da machen, Synchrotronstrahlung verlieren. Und dieser Verlustmechanismus, der ist natürlich dann bei Hadronen sehr, sehr, sehr viel kleiner. Ja, man müsste also einen riesen Ring bauen. Ja, die Hochenergiephysiker, die haben ja schon mal fantasiert von Beschleunigern, die einmal den Erdumfang machen. Ja, naja, gut. Das war also zur letzten Vorlesung. Dann machen wir hier weiter im Stoff. Wir hatten ja schon angefangen mit dem Doppelspalt. Und dazu schreiben wir uns jetzt zunächst was aus. Also Doppelspalt, das Experiment geht lang zurück bis zu Grimaldi, der zur Zeit von Galilei schon entdeckt hat, wie dass das Licht sich ganz komisch verhält. Und man kann sich natürlich fragen, warum hat der Grimaldi nicht schon, nachdem er also auch von Huygens sicher wusste, warum hat der nicht schon, warum ist der nicht schon weitergekommen? Nun, die Dinge, die liegen ziemlich komplex und also das, was wir hier herleiten werden, ich werde da gleich noch ein paar Punkte, auf so ein paar Komplikationen zu sprechen kommen, die dann erst eben Thomas Young so richtig verstanden hat und dann entsprechend die ganze Geschichte zu einem Erfolg geführt hat. Aber wir werden auch noch lernen, dass selbst die überzeugenden Versuche von Young zunächst mal ignoriert worden sind und es eines ziemlich dramatischen Ereignisses bedurft hat, um der Wellenlehre zum Durchbruch zu verhelfen. Aber schreiben wir uns erstmal ein paar Dinge auf, bevor ich diese Geschichte erzähle und Ihnen den entsprechenden Versuch dazu zeige. Also wir betrachten, man sieht das iPad nicht. Ja, jetzt kann es schwierig werden. Ja, wir wissen, dass der Livestream nicht aktiv ist. Der geht übers MMZ heute. Es ist ein bisschen zu spät gekommen, oder? Ich hatte das schon erwähnt. Aber der MMZ-Stream ist aktiv, oder? Der ist aktiv. Kriegen wir das iPad irgendwie eingeblendet, sodass die Leute auch sehen, was ich schreibe? Ja, also wenn das nicht klappt, dann müssen wir wahrscheinlich die Vorlesung vorzeitig beenden. Ja, also mir liegt es, glaube ich, nicht. Ah ja, okay. Einmal Stecker raus und rein. Aber jetzt ist wieder weg. Oh, 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 oh. Okay, also wir betrachten zwei unendlich dünne Spalte im Abstand d, die in eine Maske eingeschnitten sind. Also betrachte eine Maske mit zwei unendlich dünnen Spalten im Abstand d. Ja, und die Spalte werden durch eine ebene Welle beleuchtet. Und das war das Erste, was Young richtig gemacht hat, verglichen mit seinen Vorgängern. Also Grimaldi kann das auch nicht ganz falsch gemacht haben. Aber
Young hat die Physik dahinter eben verstanden. Die Spalte, die werden also sozusagen kohärent beleuchtet. Ja, also auf jeden, die Wellen, die auf beide Schlitze da treffen, die sind dieselbe Welle. Ja, der Begriff der Kohärenz, der ist noch weit komplexer. Ja, also so einfach verstanden kann man das schon mal so hinschreiben. Also die Spalte werden durch eine ebene Welle beleuchtet. Ja, und wir wollen jetzt dann die Beleuchtung des Schirmes berechnen. Also wir wollen die Beleuchtung des Schirmes berechnen. Jo. Naja. Okay, eine kleine Skizze noch dazu. Wo ist meine Skizze? Also heute geht gar nichts. Irgendwie. Das verstehe ich hier nicht. Gestern war es noch da. Naja. Okay, dann eben ohne Skizze, wenn das sein muss. Ja, ich brauche aber eine Skizze, also es hilft nichts. Da muss ich sie halt per Hand machen. Also hier, da haben wir also hier diese Maske, die wird beleuchtet von einer ebenen Welle. Also stellen Sie sich das mal so vor. Ja, das sehen Sie also, das sind also die Wellenfronten, das heißt also die Wellenlänge, das wäre also hier die Wellenlänge. Und der Abstand, von dem wir gesprochen haben, der Schlitze, den haben wir klein d genannt, nicht? Also hier, das wäre also der Abstand der Schlitze, das wäre d. Und wir haben in einer gewissen Entfernung, die nennen wir groß d, da haben wir also einen Schirm aufgestellt. Und was wir jetzt tun möchten, ist die Beleuchtung auf dem Schirm ausrechnen. Also ich nenne hier den Abstand nochmal groß d. Ja, und was wir uns dann natürlich vorstellen, ist, dass wir hier zwei Wellen haben, die ausgehen hier von diesen Spalten und sich dann hier überlagern. Und was wir tun müssen, ist einfach das elektrische Feld, das ausgeht von den beiden Spalten, dass wir das zusammen addieren müssen, dass wir das addieren müssen. Superpositionsprinzip ist dazu das Stichwort. Also das Feld oder die Felder E1 und E2, so müsste ich schreiben, die Felder E1 und E2, dass beide Spalte auf dem Schirm erzeugen. Ja, die sind gegeben, das sind einfach Wellen, ja. Und die sind also gegeben durch eine gewisse Amplitude, die nenne ich E01 für das Feld E1. Ja, und dann muss ich noch berücksichtigen, dass das Feld natürlich umso schwächer wird, je weiter das vom Schlitz weg ist. Und man kann sich überlegen, ich will das im Einzelnen hier an der Stelle noch nicht begründen, man kann sich überlegen, dass die Amplitude mit 1 durch Wurzel dem Abstand geht. Warum ist das so? Na, ich begründe es doch.
Wir wissen, dass die Intensität mit 1 durch R geht. Und wir wissen außerdem, dass die Intensität proportional ist zur Amplitude zum Quadrat. Ja? Also dieses Wurzel 1 durch R, das gibt die richtige Abhängigkeit. Also, und dann brauchen wir natürlich das, was die Welle im Eigentlichen ausmacht, nämlich Cosinus Omega T minus K mal R1. Ja? Und R1 ist natürlich, also wenn das hier der Spalt 1 ist, dann wäre das hier R1 und das hier wäre R2. Ja? Und genauso schaut es aus mit dem Feld E2. Ja, also E2, das wäre dann E02 und so weiter. Ja, ist klar. Und was wir dann machen müssen, ist, dass wir die beiden zusammenzählen. Ja, und das will ich im Einzelnen aus Zeitgründen gar nicht vorrechnen. Ja, also das Gesamtfeld ist E gleich E1 plus E2. Und nach kurzer Rechnung erhält man, dass dieses Gesamtfeld proportional ist, also das, was ich auf dem Schirm sehe, ist proportional zu K mal D mal Y, ja, wobei Y hier diese Koordinate sein soll. Ja, also wir schauen, das wäre also hier, das wäre Y. Ja, also das ist die Koordinate auf dem Schirm. Das ist also Cosinus K mal D mal Y durch 2D. Und daraus folgt, dass das, was man beobachten kann, Sie müssen sich immer im Klaren darüber sein, dass unser Auge viel, viel zu langsam ist oder auch die schnellsten Kameras viel, viel zu langsam sind, um das elektrische Feld direkt zu beobachten. Ja, das elektrische Feld, das schwingt 10 hoch 15 Mal oder so pro Sekunde. Das sind also Femtosekunden, 10 hoch minus 15 ist die Zeitskala. Und die schnellsten Kameras, naja, so Pikosekunden oder so. Ja, also 10, 100 Pikosekunden, das ist schon sehr, sehr schnell. Allerdings gibt es in der nichtlinearen Optik Techniken, mit denen man das Feld tatsächlich direkt abbilden kann. Das gibt es schon. Ja? Aber wie gesagt, normalerweise klappt das nicht. Wenn Sie auf einen Schirm schauen, dann auf jeden Fall nicht. Und das, was wir beobachten, ist proportional zum Quadrat des Feldes. Da geht also dann die Phaseninformation verloren, aber über die Interferenz kann man sie eben doch beobachten. Also d mal y durch 2d. Und jetzt können wir natürlich die Maxima suchen. Das heißt also, die Maxima. Und das nennt man dann die konstruktive Interferenz. Die konstruktive Interferenz. Die finden sich dort, wo das Argument von dem Cosinusquadrat ein Vielfaches von Pi ist. Also die finden sich bei 2Pi durch Lambda, nicht? Also das hier ist K, also dieses K, das ist ja 2Pi durch Lambda, also schreibe ich jetzt hier 2Pi durch Lambda, aber den Rest schreibe ich so ab, wie er dort steht. Also klein d mal y durch 2 mal groß d, das ist n mal Pi. Ja, also das ist n mal Pi, wenn wir Interferenz haben wollen, konstruktive Interferenz haben wollen. Und dann folgt für die Maxima, ja, also die y-Koordinaten, an denen wir die Maxima finden, das ist n mal Lambda mal d durch klein d. Und wenn Sie jetzt da auf die Grafik schauen, ja, dann sehen Sie ja hier, dann haben wir also hier diesen Abstand klein d und hier den Abstand groß d. Und dann können wir natürlich hier über diesen Ablenkwinkel hier, den können wir in Beziehung zu dem Verhältnis von Groß D zu Klein D setzen. Also man sieht an der Grafik, dass YD durch D gegeben ist durch den Tangens Theta. Und
der ist auch gleich n mal Lambda durch d. Denn wenn Sie also hier hinschauen, was ich hier brauche, ist, dass ich einen, dass ich, also wenn Sie hier da so ein, also was ich brauche ist, dass dieser Wegunterschied zwischen den beiden, ja, Trajektorien R1 und R2, dass der gleich ein Vielfaches von Lambda ist. Ja? Dann folgt konstruktive Interferenz. Und genauso gut könnten wir natürlich nach dem Gegenteil suchen, also wo sich beide auslöschen, destruktive Interferenz. Ja, das war ja das, was Grimaldi beobachtet hat, dass wenn er den zweiten Spalt aufmacht, er hat nur Löcher genommen zu seiner Zeit, also wenn er das zweite Loch aufmacht, dass es dann an bestimmten Stellen dunkler wird. Das war schon eine bemerkenswert genaue Beobachtung und hat natürlich die Leute auch verwirrt damals. Gut, über den Doppelspalt. Ja, ich hatte, also hier haben wir den nochmal, habe ich noch ein paar schöne Grafiken gemacht, ja, wo Sie die verschiedenen Phasen, das sieht man natürlich auch nicht, meinen Pointer. Ach, es nervt alles. Ja. Naja, gut, lassen wir das einfach. Ich hatte erwähnt, dass es wissenschaftshistorisch die Geschichte so ein bisschen anders gegangen ist. Heute sagt man, der Doppelspalt, das ist das Experimentum Crucis für die Wellennatur des Lichtes. Sie hatten aber noch eine Frage. Ja, können Sie die Lautstärke ein bisschen runter? Ist es so besser? Ja, noch nicht so richtig, noch ein bisschen weniger. Okay, ja, immer noch ein bisschen laut. Ja, wissenschaftshistorisch war die Geschichte anders verlaufen. Ja, also man hat die Ergebnisse von Young, die hat man zur Kenntnis genommen, aber irgendwie auch ignoriert. So läuft es manchmal in der Wissenschaft. Das ist nicht der einzige Fall, wo das so passiert ist, dass man Erkenntnisse, die nicht so richtig, ja, in die eigene Theorie, in die eigene Vorstellung, zu den eigenen Wünschen gepasst haben, dass man die einfach weglässt. Also denken Sie an die Pandemie, ja, also die Leute, die, man glaubt eben nicht, was man nicht glauben will. Und na, die Physiker sind eben auch nur Menschen, das scheint in der menschlichen Natur zu liegen. Es musste irgendwas anderes passieren, nicht? Die Diskussion hat da so um 1800 herum trotzdem so an Fahrt gewonnen und in der Französischen Akademie der Wissenschaften, die ja das weltweit mit Abstand führende Institut damals war, hat ein gewisser Herr Arago beschlossen, dass man doch diese Frage endlich mal klären sollte. Und man hat ähnlich, erinnern Sie sich an die Hertzschen Wellen, Preisausschreiben. Also man hat ein Preisausschreiben gestartet über die Natur des Lichtes. Ja? Und der Arago, ähnlich wie der Helmholtz damals mit Hertz, der hat schon eine Idee gehabt, wer diesen Preis, wer da eine bedeutende Arbeit dazu einreichen könnte. Und das war der junge Augustin Jean Fresnel, der tatsächlich Experimente und die entsprechende Theorie, also das entsprechende Integral, wir werden da noch darauf zu sprechen kommen, formuliert hat und diese Arbeit eingereicht hat. Und der Gegenspieler, das war ein Mitglied der Akademie Française, also der Französischen Akademie der Wissenschaften, ein gewisser Herr Poisson. Und ja, also da gab es also auch zwei Fraktionen in der Französischen Akademie. Die einen, die waren Verfechter der Wellennatur, das war eher Arago. Und die anderen, die waren strikt dagegen, das war unter anderem Poisson. Und Poisson hat natürlich nach dem Fehler, nach dem Haar in der Suppe gesucht. Und er hat es gefunden. Und zwar,
hat er die fränkische Theorie genommen, also dieses Integral, auf das wir zumindest grob noch zu sprechen kommen werden, und hat das für einen speziellen Fall ausgerechnet. Und zwar für diesen Fall, dass man, naja, also man hat eine Lichtquelle, das sehen Sie hier, am liebsten würde ich das Ding hier wegschmeißen. Man hat eine Lichtquelle und man stellt in diese Lichtquelle einfach eine runde Scheibe hinein. Ja? Und diese runde Scheibe, die wirft natürlich dann einen Schatten. Und der Schatten, der muss natürlich aus diesem Integral rauskommen und der kam auch raus. Ja, zusammen mit ein bisschen Interferenzmustern, was man außenrum dann erwarten kann. Aber Poisson hat herausgefunden, dass da noch mehr kommt. Nämlich, dass in der Mitte dieses Schattens, dass es da einen hellen Punkt geben sollte, wenn Fresnel recht hat. Nicht? Und Poisson fand es natürlich sehr lustig, dieses Resultat. Und hat gesagt, ja, was für ein Blödsinn. Und muss sich in der französischen Akademie der Wissenschaften auch entsprechend, ja, er hat sich sicher gefreut über das Resultat, was er da gefunden hat, nicht? Und hat das also mit entsprechender Vehemenz vertreten. Und da hat Arago gesagt, Arago übrigens ein ganz bemerkenswerter Mann, der war nicht nur Wissenschaftler, der war auch Politiker, mal Kriegsminister, mal Premierminister. Und vor allem war er ein Mann von sehr hoher persönlicher Integrität. Wie dann die Republik wieder zu Ende war und Napoleon, wahrscheinlich der Dritte oder so, an die Macht kam, da sollten die ganzen Beamten, die sollten auf den schwören. Und das hat Arago abgelehnt, auch um den Preis seiner Pension. Aber irgendwann hat es der Kaiser doch eingesehen, dass er sich da mit dem Falschen anlegt und hat gesagt, ach, lass den alten Mann doch. Also das war Arago, also ein Mann sehr hoher, hoher Integrität, wie gesagt. Der hat gesagt, na, bevor wir das Paper von Fresnel da in die Tonne treten, er hat natürlich auch persönlich sehr viel Sympathie dafür gehabt, wollen wir doch das Experiment machen. Ja? Und dieses Experiment ist gemacht worden. Und hier haben wir es, dieses Experiment. Also hier haben wir einen Laser, natürlich in der Kiste wegen Lasersicherheit und so weiter. Das hatten die damals natürlich noch nicht. Wir stellen keine Scheibe hier rein, sondern einfach eine Kugellagerkugel. Und wir schauen uns hier auf dem Schirm an. Das ist nicht leicht zu erkennen, das muss ich gleich dazu sagen. Vielleicht sollten wir auch die Blende noch ein bisschen aufdrehen. Ja, also ein bisschen öffnen würde ich die Blende, glaube ich, schon. Na, schauen wir es uns erstmal an. Ja. Also Sie sehen hier den Schatten, wir haben es außenrum abgeblendet. Und jetzt müssen wir unser Auge da so ein bisschen dran gewöhnen. Aber wenn wir das Auge, ja, dann, wenn sich unser Auge dran gewöhnt hat, dann sieht man tatsächlich hier in der Mitte einen, ist das jetzt Ihre Kamera? Ja, also man kann's erahnen, oder? Sehen Sie den hier nicht? Jetzt, wenn ich mit dem Finger reingreife, dann ist die Beleuchtung. Ja, also ja, ich denke schon, man sieht's. Ja, also mit ein bisschen guten Willen sieht man die ganze Geschichte. Ja, also da ist der gute Poisson vor den Augen der wissenschaftlichen Öffentlichkeit so richtig auf die Nase gefallen. Und schadenfroh, wie die Menschen sind, auch die Physiker sind Menschen, ja, hat sich natürlich das in Europa schnell verbreitet und so nebenbei der Wellentheorie zum Durchbruch verholfen. Ja. Also seit dem Poisson-Fleck, die Gemeinheit, die nimmt natürlich kein Ende, nicht? Also man nennt das Ganze jetzt auch noch Poisson-Fleck statt Arago-Fleck oder Fresnel-Fleck oder so, ja? Also es war ja Arago, der das Experiment durchgeführt hat und den Fleck entdeckt hat. Aber in der Literatur steht es meistens als Poisson-Fleck. Ich bin mal von einem Philosophen gebeten worden,
da ein bisschen was zur Wellennatur des Lichtes zu schreiben, weil da gibt es also auch einen gewissen Herrn Ritter, über den wir schon gesprochen haben, der hat das UV-Licht hier in Jena entdeckt und auch ein paar Beobachtungen gemacht, die er so ja, kryptisch da aufgeschrieben hat. Und da war dieser Philosoph aus Berlin, Olaf Müller, der ist dieser Geschichte hinterhergegangen und sucht nach dem Wahrheitsgehalt, also ob diese Beobachtungen von Ritter richtig sind. Und ich habe das mal nachgerechnet und dann mal in einer Geschichte aufgeschrieben. Das habe ich Ihnen auf Moodle gestellt. Und noch was habe ich Ihnen auf Moodle gestellt? Ah ja, da komme ich dann später drauf. Okay, also das ist die Geschichte über die Wellennatur des Lichtes. Und die Franzosen, die wissen natürlich, wie man die Nation feiert, wie man die eigenen Helden feiert. Und entsprechend auf dem Eiffelturm, das hatte ich ja schon mal erwähnt, da steht also der Coulon und diese ganzen Geistesgrößen, die man kennt, Lagrange und ach, wie sie alle heißen. Ja? Und da finden sie natürlich auch Herrn Fresnel. Und wenn man also da noch ein bisschen weitergeht, dann findet man also auch Arago einträchtig neben Poisson. Ja, also dieser Poisson, das war schon ein bemerkenswerter Typ. Ja, der hat gesagt, es lohnt sich eigentlich nur für zwei Dinge zu leben. Mir fällt jetzt nur eine ein. Das war jedenfalls Mathematik. Ja, also alles andere hat den Guten herzlich wenig interessiert. Also da sehen Sie den Arago. Und da sehen wir in einer Rechnung den hellen Fleck. Ja, und hier das Ganze nochmal in einer Fotografie, die ich auf Wikipedia gefunden habe. Sehr schöne Fotografie mit weißem Licht gemacht. Und da sehen Sie also ganz schwach, also hier diesen Punkt. So, dieser Doppelspalt, der hat eine Bedeutung, die weit, weit über die klassische Physik hinausgeht. Ich möchte Feynman zitieren, der hat gesagt, der Doppelspalt enthält das Geheimnis, er hat sogar gesagt, das einzige Geheimnis der Quantenmechanik. Und wir werden da jetzt gleich mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und derjenige, der da sozusagen am Anfang stand, das war ein gewisser Herr de Broglie, ein Aristokrat aus Frankreich. Interessanter Typ, ja. Der hat zunächst mal Geschichte und was weiß ich noch alles studiert, bevor er Physik studiert hat. Seine Promotion, die hat er erst zumindest für die damaligen Zeit, ziemlich hohen Alter von paarunddreißig Jahren eingereicht. Und in dieser Promotion, da hat er postuliert, dass das Teilchen Wellencharakter haben. Ja, er hat sogar die Wellenlänge hingeschrieben, dass ein Teilchen mit dem Impuls P die Wellenlänge H, das ist das Plancksche Wirkungsquantum, das war ja damals relativ neu, ja, also gerade mal so 25 Jahre alt, und es gab also diese Bohrsche Theorie, also de Broglie hat seine Gründe gehabt, das hinzuschreiben, also H durch P. Und diese Promotion, die hat er natürlich eingereicht. Er war auch ein herausragender Mathematiker, dieser de Broglie, hat er eingereicht. Und die Leute in Frankreich, ich weiß nicht, an welcher Universität das eingereicht hat, wahrscheinlich Sorbonne, die waren sich unsicher, was sie mit dieser Promotion anstellen sollen. Und die haben sie deswegen an Planck geschickt und an Debye, glaube ich. Die sollten diese also begutachten. Debye war ja auch in Deutschland zur damaligen Zeit, denke ich zumindest, Kaiser-Wilhelm-Institut. Die beiden haben schließlich empfohlen, die Promotion anzunehmen, haben aber gesagt, diese jungen Leute, die nehmen es schon ziemlich leicht mit unseren etablierten physikalischen Begriffen, ja, haben die also Arbeit also schon sehr skeptisch gesehen. Immer dasselbe Lied, ja, also die Jugend von heute. Aber es hat nicht lange gedauert. Tatsächlich hat es nur ganz wenige Jahre gedauert,
ich glaube, ein, zwei Jahre später und dann drei, vier Jahre später waren es also diese beiden, Davison und Germer. Davison, also Germer war der Doktorand von Davison. Ja, also Davison auch eine bemerkenswerte Type, ja. Der hat im Ersten Weltkrieg Kriegsforschung natürlich für die USA betrieben. Und danach ging er in eine Firma, so eine Hightech-Firma damals, ich weiß nicht mehr welche, weil ihm die Lehre an der Universität zu viel Zeit gekostet hat. Und er hat sich von der Firma, damals gab es sowas, noch zusichern lassen, wie sie ihn eingestellt haben, dass er dort machen kann, was er will, nämlich Basic Research. Sowas gibt es heute nicht mehr. Ja, also, und er hat also dieses Experiment gemacht, wo er Elektronen geschossen hat auf ein Nickelkristall und die und dann untersucht hat, wie unter einem gewissen, ja, wie in Abhängigkeit von Winkel und von der Beschleunigungsspannung, wie die Zählrate da ausschaut. Also gehen wir nochmal zurück. Ja, er schießt also da Elektronen drauf auf dieses Nickel-Target, so wie es hier steht, und hat dann einen Detektor, der beweglich ist. Und über diesen Winkel Theta, den Sie hier sehen, wird also dann die Zählrate registriert. Und da sehen Sie also zumindest für bestimmte Spannungen, sehen Sie da ein klares Maximum. Ja, andere haben das auch versucht. Die meisten sind gescheitert. Aber sein Vorteil war, dass er eben ein sehr gutes Vakuum herstellen konnte, was also die Voraussetzung war, um solche Versuche durchzuführen. Es gab noch einen gewissen Herr Thomson, der ungefähr zur selben Zeit ähnliche Experimente gemacht hat. Und dieser Thomson, ganz nett, das war der Sohn von dem anderen Thomson, von J.J. Thomson, der das Elektron entdeckt hat. Ja, also der Alte, der hat entdeckt, dass das Partikel sind, ja, und der Junge hat gesagt, alles Quatsch, sind Teilchen. Naja, alles Quatsch hat er natürlich nicht gesagt, ist auch nicht so. Ne? Diese Geschichte, dass wir jetzt ein Teilchen haben, ein Elektron haben zum Beispiel, das interferiert, sich also wie eine Welle benimmt, das ist tatsächlich dann ein Problem geworden. Denn man weiß ja auf der anderen Seite, dass es tatsächlich Teilchen sind. Später hat man also auch festgestellt, dass die Photonen Quanten sind. Also in einem Fotodetektor macht es Klick, wenn eins kommt. Genauso ist es mit dem Elektron, wenn da am Detektor eins eintrifft. Und dann haben die Leute natürlich sofort gefragt, ja, wie macht denn das Elektron, dass das interferiert? Ja, es muss sich ja entscheiden, dass es durch einen von beiden Spalten geht. Oder geht's? Ja, und tatsächlich, ja, also das ist eben immer die Frage, geht es durch den linken Spalt oder durch den rechten Spalt? Einstein hat sich auch lebhaft an dieser Debatte beteiligt und hat gesagt, ich gehe mal her und baue mir eine Messapparatur, mit der ich feststellen kann, durch welchen Schlitz das Teilchen gegangen ist. Ja, und auch Feynman hat sich sowas überlegt. Nicht? Also wenn man diesen Detektor hier auf dem Schirm da anschaut, dann hat er sich überlegt, der nimmt da einen Röntgenquant und stellt mit dem Röntgenquant fest, durch welchen Schlitz dieses Teilchen gegangen ist. Ja? Und dazu eine Umfrage, wenn wir messen könnten, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist, ohne seine Bahn zu beeinflussen, das war nämlich dann das Argument von Bohr gegen Einstein, dass er gesagt hat, wenn Einstein messen will, durch welchen Schlitz das Teilchen geht, dann stört er die Bahn so, dass das Interferenzmuster verschwindet. Also wenn wir messen könnten, durch welchen Spalt das Teilchen geht, ohne seine Bahn zu beeinflussen, würden wir Interferenz sehen. Nicht? Also das hier ist das, was sich Einstein überlegt hat. Ne? Einstein hat gesagt, er misst den Rückstoß auf diese Ecken von dem Spalt. Ja? Deswegen ist dieser Schlitz, der ist also hier beweglich aufgehängt, so hat sich Einstein das vorgestellt. Und wenn der durch den oberen Schlitz geht, dann durch den Rückstoß wird also der Schlitz nach unten ausgelenkt.
und umgekehrt. Nicht? Und so wollte Einstein feststellen, durch welchen Schlitz das Elektron gegangen ist. Zumindest in einem Gedankenexperiment. Ja, und da hat Bohr gesagt, mal vorsichtig, lieber Einstein, wenn du das so machst, dann beeinflusst du auch die Bahn. Und Bohr hat ihm vorgerechnet, dass er die Bahn so beeinflusst, dass das Interferenzmuster eben verschwindet. Ja? So, nochmal zurück. Ja? Also wenn wir messen könnten, durch welchen Spalt das Teilchen gegangen ist, ohne seine, würden wir Interferenz sehen. Ja oder nein? Also können Sie sich nochmal nach meinen Ausführungen entscheiden, ob Sie das so belassen wollen, Ihre Antwort. Gut, dann zeigen wir das Resultat. Ja, die meisten sagen nein und die Antwort ist richtig. Ja, wir würden trotzdem keine Interferenz sehen. Und das ist also eines der Geheimnisse oder nach Feynman das Geheimnis der Quantenmechanik. Gehen wir mal weiter zur nächsten Folie. Es ist nämlich tatsächlich eine Frage der Information. Ja, wenn wir volle Information haben, durch welchen Spalt das Elektron geht, dann ist die Sichtbarkeit des Interferenzmusters gleich Null. Es gibt also eine quantitative Beziehung zwischen der Sichtbarkeit des Interferenzmusters, zwischen dem Kontrast des Interferenzmusters und unserem Wissen, durch welchen Spalt das Elektron gegangen ist. Ja, also das ist sozusagen die Grundlage was Quanteninformation, das ganze Quantenthema von Quanteninformation, das hat also hier seinen Anfang. Und als Student habe ich das erste Mal von Herrn Englert gehört, der inzwischen Professor in Singapur ist. So, dieses Experiment, das sich Feynman vorgestellt hat, also er hat sich vorgestellt, er macht das nicht wie Einstein mit solchen, indem er den Rückstoß auf die Maske misst, sondern er hat sich vorgestellt, dass er mit einer Röntgenquelle feststellt, ja, also Streuung des Elektrons mit einer Röntgenquelle feststellt und hat dann gesagt, we should say right away that you should not try to set up this experiment. Ja, also wo man also diese Interferenz versucht, also mit Elektronen nachzuweisen, also einen Doppelspalt mit Elektronen macht. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, Davison und Germer, die haben das so gemacht, dass sie als Doppelspalt oder als Gitter sozusagen eine Kristallstruktur genommen haben. Ja, und die Atome im Kristall, die liegen ja sehr eng beieinander, viel enger als man das, wenn wir versuchen würden, also hier einen Doppelspalt zu machen, das kriegen wir nie so eng beieinander. Ja? Feynman hat also dieses Experiment mit Elektronen vorgeschlagen und schreibt dann in seinem Buch, Feynman Lectures, schreibt er, man sollte dieses Experiment nicht versuchen zu machen. Aber zum Glück haben diese beiden Herren die Feynman Lectures nicht gelesen und haben das Experiment trotzdem gemacht. Ja, Möllenstedt und Jönsson. Jönsson hat es also in seiner Doktorarbeit gemacht. Und er war schlauer sozusagen als Feynman oder hat mehr experimentelle Fantasie gehabt. Die haben das Interferenzmuster nämlich mit einem Elektronenmikroskop angeschaut. Ja, also Möllenstedt war einer der ganz großen Pioniere der Elektronenmikroskopie. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Die haben also Elektroneninterferenzen an mehreren künstlich hergestellten Feinspalten durchgeführt und haben also das dann entsprechend gemessen. Ja, und dieses Experiment Sie kennen vielleicht das Physikjournal der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, das Pendant in den USA ist Physics Today und das Pendant
der Engländer, das ist Physics World. Und Physics World hat also eine Umfrage gestartet unter den Physikern, was das schönste Experiment aller Zeiten sei. Ja, und da gibt es natürlich viele Vorschläge, also vom Doppelspaltexperiment von Young bis zurück zum Cavendish-Experiment und Galileis Experiment mit schiefen Turm von Pisa, die waren da alle im Pool. Aber das Rennen hat also tatsächlich das Experiment von Jönsson gemacht. Das hat Jönsson also sicher sehr gefreut. Später hat man dieses Experiment dann mit einzelnen Elektronen gemacht. Ja, also wo sie hergehen und die Elektronenquelle so schwach machen, dass sich im statistischen Mittel immer nur ein Elektron in der Apparatur befindet, also zwischen Maske und Schirm befindet. Ja? Und dann stellt sich natürlich ganz dramatisch die Frage, durch welchen Spalt ist denn das Elektron gegangen? Ja? Also so kann man ja sagen, okay, wenn da viele Elektronen drin sind, dann interferiert eben das eine Elektron mit dem anderen. Ja, das ist Quantenmechanik, das ist nicht richtig. Ja, es ist tatsächlich ein Elektron, das mit sich selber interferiert und sozusagen durch beide Spalten gegangen ist. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, das macht für mich keinen Sinn, ja, dann sind Sie genau auf dem richtigen Dampfer. Ja? Feynman hat es ja auch gesagt, der Doppelspalt enthält das Geheimnis, das einzige Geheimnis der Quantenmechanik. So, und hier sehen Sie eine Messung von einem Tomomuro, werde ich gleich noch vorstellen. Der hat also da die Bilder aufgenommen auf dem Schirm mit einer Kamera, die einzelne Elektronen zählt. Ja, und er schaut völlig, schaut völlig zufällig aus, was da rauskommt. Aber wenn man eine Zeit lang wartet, ja, dann sieht man hier so langsam das Interferenzmuster auftauchen. Und nochmal zehnmal mehr oder zehnmal länger gewartet, sehen Sie also hier dann schöne Interferenzstreifen. Ja? Das ist also, hat Tonomura im American Journal of Physics veröffentlicht. Ja, das war damals eine Sensation. Ich war damals ein Anfänger, wie Sie jetzt sind. Ja, und der Professor damals, Herr Walter, der selber ein großer Pionier in der Quantentheorie war, der hat das gleich in der Vorlesung gebracht. Hier sehen Sie Tonomura. Der hat bei Möllenstedt eine Zeit als Postdoc, denke ich, verbracht. Und er ist also der Vater auch der Elektronenholographie, hat also ein paar bahnbrechende Erfindungen gemacht. Und unter anderem also auch den, das war eine andere Sensation zur damaligen Zeit, den Aharonov-Bohm-Effekt festgestellt. Ja, also man kann auch für das B-Feld ein Potential definieren. Und dieses Potential hat lange Zeit als reine Röchengröße verstanden worden. Ja, Sie haben also hier ein B-Feld und schließen das ein in einer perfekten magnetischen Abschirmung. Kann man ja mit Supraleitung machen. Ja, also die also wirklich perfekt ist, diese Abschirmung. Und trotzdem beeinflusst dieses B-Feld die Interferenz. Ja, das ist der Aharonov-Bohm-Effekt. Also auch eine bedeutende Geschichte. So, jetzt noch eine Umfrage. Wie groß, bevor wir die Pause machen, oder wollen wir das nach der Pause machen? Für mich gibt es in der Pause heute Pfefferminztee, den Frau Richter gepflückt hat. Ich habe die Blätter gesehen, also das ist wirklich, die haben keine Zacken gehabt, diese Blätter. Machen wir zuerst Pause, 5 Minuten Pause. Und dann schauen wir uns diese Umfrage an. Sie können ja schon mal drüber nachdenken. Ich wollte eigentlich ein Filmchen zeigen. Läuft es oder läuft es nicht? Da, so schauen die Blätter aus, die da drin sind. Ja, das riecht auch nach Pfefferminz.
Ja, Sie können sich ruhig das Filmchen anschauen. Wenn Sie da jetzt alle rausgehen, dann sehen Sie es nicht. Ja, vielleicht läuft es auch gar nicht. Ja, heute ist durcheinander. Ja, ich kann es auch vorspielen, wenn das der... Dann der Ton kommt. Ach, dann machen wir das Filmchen eben nächste Woche, oder? Ach nee, das wollen wir schon. Ja, machen wir es nächste Woche. Wird man nicht schaffen? Ich fürchte auch, ja. Ja, ja. Also da ist er zu sehen, aber hier ist er nicht zu sehen. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, da war er kurz. Ah ja, hier. Aha. Also ich weiß nicht, welche Richtung Sie ziehen müssen, aber... Ja, okay. Rufen Sie dann die da außen mal rein, dass wir weitermachen können? So, dann machen wir weiter, oder? Eine Umfrage steht noch im Raum.
Und die Frage lautet, wie groß darf ein Teilchen maximal sein, damit es im Doppelspalt interferieren kann? Ein Elektron, das funktioniert, das wissen wir ja. Darf es auch ein Atom sein? Oder muss es zumindest ein Elementarteilchen sein, darf also keine inneren Freiheitsgrade haben? Und das letzte, die letzte Alternative, es gibt keine obere Grenze. Bin gespannt, was Sie da antworten. Jo, schauen wir uns das Ergebnis an. Es gibt keine obere Grenze, sagen die allermeisten, und die haben auch recht. Ich habe kürzlich eine Doktorarbeit gesehen, da sind also etliche 10.000 Dalton, also etliche 10.000 atomare Massen. Ja, also ein Dalton ist ein ist so viel wie ein Proton wiegt. Also etliche 10.000 hat man da also schon gemacht. Ja, also irgendwann werden wir auch das Coronavirus interferieren lassen, denke ich. Bis wir Menschen interferieren lassen, ja, also das stelle ich mir interessant vor, ja, so einen ganzen, wenn ein Mensch durch einen Doppelspalt geht, naja, das wird so schnell nicht passieren. Ich habe mich tatsächlich auch mal selber an einem Doppelspaltexperiment versucht und das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, das ist ein Doppelspalt in der Zeit. Also was ich genommen habe, war ein sogenannter Few-Cycle-Puls. Das ist also ein Laserpuls, wo die elektrische Schwingung bloß, naja, so, sich so verhält, wie hier gezeigt. Also wo die elektrische Schwingung gerade mal so macht und dann ist der Puls wieder vorbei. Ja? Und damit habe ich Atome ionisiert. Und die Atome, die ionisieren natürlich besonders gern dort, insbesondere wenn es nicht lineare Ionisation ist, wo die Feldstärke am höchsten ist. Und da sehen Sie also, in die Richtung, also wenn das elektrische Feld nach oben zeigt, dann ist hier die Feldstärke relativ groß. Die hier ist schon zu klein, um überhaupt Ionisation zu erzeugen. Und in die andere Richtung, da habe ich also einen Doppelspalt, während ich in der einen Richtung bloß einen Einfachspalt habe. Ja? Und wenn man dann den Puls ändert, ja, also wenn man also da seine Phase, also man nennt das die Carrier Envelope oder die Absolutphase, wenn man die so verändert, das kann man also relativ einfach machen, ist aber tatsächlich also schwierig, solche Pulse herzustellen und dann die Phase zu kontrollieren. Und jetzt geht es wieder nicht weiter. Macht das Ding jetzt dauernd so oder was? Ja, also man nimmt da eine Apparatur, wie sie hier gezeigt ist, und schießt da solche Pulse hinein, da innen drin sind also die Atome, und dann hat man in die eine Richtung hat man eben zwei Fenster, zwei Spalten in der Zeit, und entsprechend beobachtet man in die eine Richtung Interferenz, in die andere Richtung eben keine Interferenz. Ja, das sieht man hier. Ich will das nicht näher erklären aus Zeitgründen, sondern gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich zum Doppelspalt und sein Verhältnis zum Auflösungslimit von einem Mikroskop. Ja, und die Geschichte ist folgende. Wir haben das letzte Mal schon mal so ganz kurz den Doppelspalt hier gezeigt. Die Geschichte ist folgende. Naja, ich sollte die Geschichte erzählen, wie sie stattgefunden hat. Nicht? Also es gab hier einen gewissen Herrn Zeiss hier im Raum Jena. Ursprünglich kam er aus Weimar, aber die Weimarer, die haben ihn nicht erlaubt, eine Werkstatt zu eröffnen, einen Laden zu eröffnen. Ist also nach Jena gegangen, hat sich da auch in einige Vorlesungen gesetzt und war dann Universitäts- und Hofmechanikus, hat also hier auch ein Geschäft gehabt, da unten, Johannesgasse, glaube ich. Und ein gewisser Herr Schleiden, ein Botaniker hier, ein bekannter Botaniker, steht also auch ein Monument hier oder so ein kleines Denkmal, ist es nur im Botanischen Garten. Der kam öfters also in diese Werkstatt, ja, also der hat da Thermometer, Lineale und so weiter, hat er da hergestellt und verkauft. Auch Vergrößerungsgläser, teilweise selber hergestellt, teilweise eben nur vertrieben. Und dieser Schleiden hat den Zeiss ja, ermuntert, gedrängt, doch auch Mikroskope herzustellen. Damals waren die Engländer führend
Die haben die mit Abstand besten Mikroskope gebaut. Und Zeiss hat also Ehrgeiz entwickelt und hat also immer bessere Mikroskope gebaut. Und dieser Mikroskopbau, der war damals eine Kunst. Denn es hat viel Erfahrung und Intuition dazu gehört und auch sehr viel Ausprobieren, um die besten Linsen in der besten Geometrie zusammenzusuchen und dann ein gutes Mikroskop zu bauen. Und da hat sich der Zeiss gedacht, und ich denke, das ist für einen Handwerker mehr als bemerkenswert, der hat sich gedacht, das kann doch so nicht sein. Das ist doch Physik. Das muss doch berechenbar sein. Das muss doch ausrechenbar sein, dass ich einfach berechne, wie muss ich die Linsen schleifen und wie muss ich das ganze Ding zusammensetzen, damit es optimal funktioniert. Naja, rechnen, hat er sich gedacht, da gehe ich mal in die Fakultät für Mathematik und suche mir da einen Mathematiker, der mir dabei hilft. Und das war natürlich ein Fehler, nicht? Wenn der Mathematiker die Physik nicht versteht, ne, also das hat nicht funktioniert. Dann ist er also in die, zum Physikalischen Institut gegangen und da gab es einen gewissen Ernst Abbe, der dort Privatdozent war. Und Privatdozent, ich hatte das ja gesagt, das musste man sich damals leisten können. Denn so ein Privatdozent, der war tatsächlich das, was der Name sagt. Der hat auf eigene Rechnung gearbeitet. Zu den Vorlesungen, da ist damals Eintritt kassiert worden für die Prüfung, ähnlich wie heute noch die Führerscheinprüfung. Da musste man Prüfungsgebühren zahlen und so weiter und so fort. Davon haben die Leute gelebt oder versucht zu leben, wenn sie kein eigenes Vermögen hatte. Und Abbe konnte sich das eigentlich nicht leisten. Der hat hier in Jena buchstäblich am Hungertuch genagt. Und insofern war es für ihn sicher nicht schlecht, als Zeiss auf ihn zukam. Ja, Zeiss hat ihn dann eigentlich auch gleich geknebelt sozusagen. Er hatte so Geheimhaltungsvorschriften da oder Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen lassen, ja, und hat also so Abbe an sein ganz junges Unternehmen gebunden. Und Abbe hat es gerechnet. Ja, und dann ist also so ein Mikroskop gebaut worden, so wie es Abbe gerechnet hat. Und das Ergebnis war, dass das Mikroskop schlechter war, als die zusammen probierten. Und dem ist dann Abbe auf den Grund gegangen und hat herausgefunden, warum das so war. Nicht? Und das, was man damals noch nicht begriffen hatte, war die Theorie der Bildentstehung. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie den Doppelspalt anschauen, wir also so ein typisches Beugungsmuster machen lassen, ja, oder hier ist es nicht nur ein Doppelspalt, hier ist es sogar ein Gitter, dann sehen Sie, ja, also Sie nehmen mal so ein Gitter, sowas, nicht, und lassen da den Laserstrahl drauf. Ach, gehen wir doch nochmal zum Doppelspalt hier zurück. Ja. Dann schaut das Muster, ja, wo ist es denn? Ja, dann sehen Sie also hier diese typischen Streifen hier. Ja, also, Sie sehen dieses Beugungsmuster. Und wenn Sie jetzt eine Linse reinstellen, dann wird aus diesem Beugungsmuster das Bild produziert. Ja, das Ganze ist, das, was wir hier sehen, ist im Grunde die Fourier-Transformation. Also dieses Beugungsmuster ist die Fourier-Transformation von diesem Doppelspalt. Und was die Linse macht, ist, dass sie die Fourier-Transformation rückwärts macht. Ja? Und damit war sofort klar, und damit kehren wir zurück zu diesem Bild, damit war sofort klar, wenn das mal begriffen ist, dass Sie ein Problem haben, wenn die Linse zu klein ist, um zumindest die erste Beugungsordnung einzufangen. Also wenn die Linse nicht groß genug ist, um wenigstens hier da dieses erste Beugungsmaximum da mitzunehmen, dann sehen Sie keinen Doppelspalt. Und das wollen wir hier vorführen. Jetzt wieder an diesem Gitter, das ist also schöner zu zeigen hier. Ja.
Also was ich jetzt mache ist, dass ich dass ich dieses Beugungsmuster abblende, dass ich die Linse, die wir hier drin stehen haben, wo steht sie denn? Hier steht die Linse, nicht? Also hier kurz der Aufbau, was wir hier haben. Laser, dann haben wir das Objekt, das also abgebildet werden soll oder das Beugungsmuster produziert. Dann haben wir hier einen Strahlteiler. Ja? Und mit diesem Strahlteiler schauen wir uns hier also dieses Beugungsmuster an. Und die andere Hälfte des Lichtes geht auf die Linse und da schauen wir uns dann das Bild an. Das hier ist also das Bild von diesem Gitter. Schaut nicht besonders toll aus, dieses Bild, weil die Abbildungsqualität ist ja bloß eine Linse, die da drin steht. So, und jetzt kann ich dieses Beugungsmuster, das dieses Ding hier, dieses Gitter hier erzeugt, das kann ich langsam abschneiden, indem ich hier eine Blende zuziehe. Ja, Sie könnten auch sagen, ich mache die Linse immer kleiner im Durchmesser. Schauen Sie mal, was da mit dem Bild passiert. Ja, also da sah es noch ziemlich scharf aus, die Gitterstäbe. Jetzt werden sie schon verschwommen und irgendwann, hier habe ich jetzt noch zwei Beugungsmaxima. Sie sehen also das Gitter im Prinzip immer noch, aber wenn ich die ausmache, dann ist das Bild verschwunden. Ja? Sie sehen also, um ein Objekt abzubilden, muss ich Objekt erzeugte Beugungsmuster, da muss ich mindestens noch die erste Ordnung mitnehmen. Ja. Gut, gehen wir zurück zur Grafik. Hier, also ist klar, so kriegen Sie kein Bild. Ja, und dann kann man noch einen Trick machen, und das wussten die Leute tatsächlich schon vorab. Wenn ich das Ganze schräg beleuchte, wenn ich das Objekt hier schräg beleuchte, den Doppelspalt schräg beleuchte, dann kriege ich zwar dieses Beugungsmaximum nach da unten, das kriege ich natürlich nicht mehr, aber eines kriege ich schon noch, also dass es in die andere Richtung geht. Das heißt also, mit schräger Beleuchtung kann ich die Auflösung von einem Mikroskop erhöhen. Das wussten die Leute schon vorab. Ja? So, und wenn wir das Ganze dann ausrechnen, das wollen wir schnell tun. Ja? Also wir rechnen das Ganze schnell aus. Das wäre also 14,3, was war 14,2? War die Quantenmechanik, nicht? Also 14,2 der Doppelspalt in der Quantenmechanik. In der Quantenmechanik. Und hier wäre es dann eben 14,3, die Bildentstehung nach Abbe. Bildentstehung nach Abbe. Und also der entscheidende Punkt ist, also ein Objekt kann nur abgebildet werden, wenn mindestens die erste Beugungsordnung also die erste konstruktive Interferenz durch die Linse geht. Ja, also die Linse groß genug ist, damit die erste Beugungsordnung durch die Linse gehen kann. Ja, also durch die Linse geht. Ja, also wir haben hier Sinus Theta ist Lambda durch D. Das ist also die Bedingung dafür. Ich habe noch eine Grafik, denke ich, aus der das erkennbar ist. Von wegen, die fehlt auch heute. Dafür ist die andere jetzt da, die ich vorhin zeigen wollte. Also heute ist der Wurm drin. Also dann skizziere ich das kurz.
Also wir haben wieder den Doppelspalt. Machen wir den mal ein bisschen dicker. Ja, also Doppelspalt. Und dann haben wir also zwei Strahlen, die die erste Beugungsordnung sein sollen. Und dann möchte ich konstruktive Interferenz haben. Ja, also das heißt, also das hier soll Lambda sein. Ach, meine Güte. Das hier soll Lambda sein. Nicht? Und dann haben wir hier den Winkel Theta. Und damit haben wir alles. Das heißt also, die Linse fehlt uns noch. Ja? Also die Linse, die würde ich also hier dann so einzeichnen. Irgendwie so. Ja? Also so muss das dann sein. Was Sie sofort sehen ist, dass kurze Wellenlängen offenbar helfen. Denn bei kurzen Wellenlängen, da wird der Winkel Theta kleiner. Ja? Gut, machen wir das heute mal so. Nee. Okay. Ja, also können wir dazu schreiben, kurze Wellenlängen helfen offenbar. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Kurze Wellenlängen helfen offenbar. Dann reicht eine kleinere Linsenöffnung um die erste Beugungsordnung um die erste Beugungsordnung einzufangen. Ja, und das Ganze können Sie natürlich umstellen nach D. Ja, also Sie würden also dann schreiben, D ist, ist Lambda durch Sinus Theta. Und wenn Sie jetzt noch bei schräger Beleuchtung, ja, also schräge Beleuchtung, wenn Sie jetzt noch schräge Beleuchtung dazu nehmen, dann kommt da ein Faktor 2 noch dazu. Ja, da folgt dann D ist Lambda durch 2 Sinus Theta. Und dann können Sie noch einen Trick machen. Sie können das Ganze nicht in Luft machen, sondern in einem Öl, das möglichst hohen Brechungsindex hat. Ja, und wir wissen ja, dass wenn wir den wenn wir in einem Medium sind mit einem Brechungsindex N, dann verkürzt sich die Wellenlänge. Erinnern Sie sich an das Experiment, das wir gemacht haben mit der Antenne. Da hatten wir diese Antenne im Wasser und da hat das Lämpchen geleuchtet bei einer viel kleineren Wellenlänge. Also viertens, in einem Medium mit Brechungsindex N ist die Wellenlänge verkürzt, ist die Wellenlänge eben Lambda durch N. Und dann haben wir D ist Lambda durch 2N mal Sinus Theta. Ja? Und dann gehen Sie in den Fürstengraben. Können wir die Folie sehen? Und schauen sich das Denkmal für Ernst Abbe an. Ja, Ernst Abbe war ja auch so ein Beispiel, eines der seltenen Beispiele, das einen ganz großen Wissenschaftler haben, der auch ein ganz großer Mensch war. Er war eben nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler tatsächlich, sondern er war auch ein bedeutender Industrieller. Zeiss hat ihn später zu seinem Mitinhaber gemacht. Und wie Zeiss dann gestorben ist,
hat er die Firma komplett übernommen und hat sie in eine Stiftungsfirma überführt. Das gab es damals in Deutschland ein paar Mal, dass das ganze Vermögen in eine Stiftung gegeben worden ist. Zum Beispiel Bosch ist auch so ein Beispiel. Und Ernst Abbe hat dieses Stiftungsstatut selber aufgesetzt. Und er hat es so geschickt aufgesetzt, dass es die Stiftung heute noch gibt, ja, dass die zwei Weltkriege überstanden hat. Und die juristische Fakultät hat ihm dafür einen Ehrendoktortitel verliehen. Ja. Er hat einen Ehrendoktortitel von den Juristen gekriegt. Nebenbei war er noch einer der ganz großen Sozialreformer in Deutschland. Er hat also auch mit den Größen aus der Sozialbewegung seiner Zeit korrespondiert, hat also Renten, Krankenversicherung und so weiter für die Angestellten der Zeiss-Firma eingeführt. Ein ganz bedeutender Mann. Wäre er nicht 1905 schon gestorben, hätte er sicher auch den Nobelpreis gekriegt. Er hat ja nicht nur das Auflösungslimit etabliert, das natürlich überwunden worden ist vor ein paar Jahren, in dem Sinne, dass man also nach Tricks versucht hat, also es zu umgehen. Ja, es ist also nicht falsifiziert worden. Tatsächlich hat Abbe selber die Grenzen formuliert, innerhalb dessen oder die Voraussetzungen formuliert, unter denen dieses Auflösungslimit gilt. Gut, da sehen Sie also die Formel nochmal, genau in dem Format, wie sie ich hier geleitet habe. Vielleicht hätte ich den Winkel auch Alpha nennen sollen, damit das noch ein bisschen schöner gewesen wäre. Dunkelfeldmikroskopie, auch das können wir jetzt verstehen. Ja? Also Dunkelfeldmikroskop, wenn Sie ein etwas besseres Mikroskop haben, dann können Sie da also auch, hier ist es gezeigt an einer 2-Euro-Münze, wie die unter dem Mikroskop ausschaut, unter Hellfeldbeleuchtung und Dunkelfeldbeleuchtung. Was man da macht, ist, dass man die nullte Beugungsordnung, ja, dass man die ausblendet und dann das Ganze hier anschaut. Also man kann jede Menge Dinge hier verstehen. Kommen wir zu Huygens. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der ein Verfechter der Wellentheorie war, lange bevor andere das begriffen haben. Und da schreiben wir uns ein paar Worte dazu auf, nämlich das Huygensche Prinzip. Ja, der Huygens, der hat sich vorgestellt, dass von jedem Punkt, der von einer Welle ausgeht, eine Kugelwelle ausgeht und all diese Kugelwellen sich überlagern, um dann das Bild zu erzeugen. Also das schreiben wir uns kurz auf und formulieren das dann auch 14.5, das Huygensche Prinzip. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? 10 Minuten. Ja, dazu komme ich nicht. Das Huygensche Prinzip. Aber das Huygens-Prinzip, das kriegen wir heute schon noch fertig. So, dieses Prinzip sagt, also, ja, das Huygens-Prinzip sagt, dass jeder Punkt eines Objekts, der von einer Welle angeregt wird. Stellen Sie sich also das Objekt aus lauter Pixeln vor und diese Pixel, die werden also angeregt. Ja, wenn das Pixel schwarz ist, dann ist die Amplitude, mit der es angeregt wird oder mit der es dann wieder Wellen aussendet, ist dann klein. Ist das Pixel weiß, dann ist die Amplitude groß. Also, dass jeder Punkt eines Objekts, der von einer Welle angeregt wird, seinerseits eine Kugelwelle, und die nennt man auch Elementarwelle,
seinerseits eine Kugelwelle, also Elementarwelle heißt die außerdem, Elementarwelle, also eine Kugelwelle aussendet, die am Ort R, also dass jeder Punkt, den geben wir noch einen Namen, R', ja, also jeder Punkt R' eines Objekts, der von einer Welle angeregt wird, seinerseits eine Kugelwelle aussendet, die am Ort R die Amplitude und Phase, die wir gleich aufschreiben werden, und Phase ja, d phi, ja, es ist ja nur ja, ist eine Elementarwelle, ja, also ein unendlich kleines Pixel hat natürlich dann auch eine unendlich kleine Welle sozusagen zur Folge. Also das hier, dieses Phi oder dieses Psi hier, das ist also diese Amplitude, die dieses Pixel aussendet. Und jetzt müssen wir eine Kugelwelle hinschreiben, also E hoch IK und dann R minus R'. Und das geteilt durch R minus R', ja, also den Abstand, mal und jetzt die Größe von dieser, von diesem Pixel. Das wäre also die Fläche von diesem Pixel. Ja, Sie sehen, also hier die Amplitude, die nimmt mit dem Abstand von dem Pixel, nimmt sie ab, mit 1 durch R. Das bedeutet, dass die Intensität mit 1 durch R Quadrat geht, wie es auch sein muss. Ja? So, also jedes Pixel sendet so eine Kugelwelle aus. Und wenn wir dann dieses Objekt anschauen, das aus lauter diesen Pixeln besteht und jeder dieser Pixel sendet eine Kugelwelle aus, wir schauen uns das an, dann sehen wir natürlich die Summe all dieser Kugelwellen. Wir müssen also all diese Kugelwellen zusammenzählen. Ja? Das ist die Idee. Also, was zu tun ist, um die Welle, also die gesamte Welle am Ort oder an einem Ort, R zu berechnen, sind alle Elementarwellen zu addieren. Alle Elementarwellen, ja, zu summieren, aufzuaddieren. Ja, und wenn Sie den Grenzübergang machen zu unendlich kleinen Elementarwellen, dann bedeutet das natürlich integrieren. Ja, und das führt zum Beugungsintegral. Ja, also das schaut also dann so aus. Wir integrieren das da oben einfach. Ja? Also wir integrieren über das Objekt. Ja, ob man das Integral so einfach berechnen kann, das ist eine andere Frage, aber hinschreiben können wir es. Also R minus R' haben wir hier durch R minus R' als Betrag, dA'. Also das, was wir hier da angeschaut haben, ja, um das klar zu machen, das, was wir hier angeschaut haben, das ist das, was aus diesem Beugungsintegral rauskommt. Ja? Gut, und der Punkt ist nun, und das hatte Huygens damals schon erfasst gehabt, dass man mit diesem Prinzip oder dass man mit dieser Methode alle bekannten optischen Phänomene erklären kann. Also insbesondere auch Reflexion, natürlich die Beugung hier am Spalt, die Brechung, auf die wir nächste Woche zu sprechen kommen und so weiter. Ja, also mit dem Huygens-Prinzip, kann man
alle Effekte. Erklären, bis auf die Polarisation. Ja, also bis auf Polarisation. Ja, Sie sehen also da oben, ich habe nicht das E-Feld hingeschrieben, sondern ich habe Psi hingeschrieben, ich habe was Skalares hingeschrieben. Also mit dem Huygens-Prinzip kann man alle Effekte erklären, die auf den ersten Blick, der Teilchentheorie des Lichtes folgen. Ja, also zum Beispiel Reflexion. Ist das dann nicht die Strahlentheorie? Wie bitte? Ja, Strahlentheorie, das ist ja die Teilchentheorie, nicht? Also man ein Teilchen, das auf das keine Kräfte wirken, und auf ein Lichtteilchen, da das ist ja nicht geladen oder sonst sowas, ja? Da wirken ja keine unterliegen auch nicht nennenswert der Gravitation, ja? Deswegen bewegt sich das Teilchen nach der Newtonschen Theorie auf einer geraden Linie. Ja, also Teilchentheorie und Strahlentheorie, das ist das Gleiche. Okay, ja. Aber danke für die Nachfrage. Also zum Beispiel Reflexion und Brechung. Ja, und da habe ich ein paar Bildchen dazu, die ich da noch zeigen kann. Nicht? Also wir stellen uns das bei der Beugung, da stellen wir uns das so vor, wie es hier gezeigt ist. Dann zur Brechung, da haben wir ja gesagt, wenn wir in ein Medium gehen, dann ändert sich die Wellenlänge, und das sehen Sie also dann hier dargestellt. Ja? Also auch das können wir darstellen, und genauso die, die Reflexion. Ja, also irgendwie so. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir können noch ganz kurz zum nächsten Kapitel gehen. Vielleicht habe ich doch eine Chance, hier dieses Experiment zu zeigen. Dann brauchen wir es das nächste Mal nicht. Und zwar, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist Interferenz im Zeitraum. Ja, also ich habe das vorhin mit dem Experiment, das ich selber mal gemacht habe, schon mal so etwas Ähnliches gezeigt. Aber was wir jetzt zeigen wollen, sind zunächst stehende Wellen und dann auch das Phänomen der Schwebung. Und vielleicht erkläre ich das doch gleich hier, das Experiment, dann brauchen wir es das nächste Mal nicht zeigen. Hier haben wir also ein Experiment, dass all diese Dinge, die in diesem Kapitel vorkommen werden, beinhaltet. Und tatsächlich ist dieses Experiment ein Laserkreisel. Den Laser sehen Sie hier. Ja, also zumindest, was Sie hier sehen, ist zunächst mal die Laserröhre, also so ein Helium-Neon-Röhre. Und dann ist dieser Laser besonders aufgebaut, das ist nämlich ein Ringlaser. Ja, also da haben Sie hier diese drei Spiegel, die den Laserstrahl so auf dieses ungefähr gleichseitige Dreieck schicken. So, der Punkt ist nun, in einem Laser, im einfachsten Fall besteht er ja nur aus zwei Spiegeln, da bildet sich eine stehende Welle aus. Also das Licht kann hier von links nach rechts laufen und natürlich von rechts nach links laufen. Und diese beiden Wellen, die überlagern sich und die bilden dann eine stehende Welle. Das werden wir in der nächsten Vorlesung, werden wir das vorrechnen. Einfach indem wir dasselbe tun, wie wir beim Doppelspalt gemacht haben, nämlich die beiden Felder zusammen addieren. Ja, wir haben also eine Welle, die so rumläuft, die addieren wir zu einer Welle, die so rumläuft. Und was herauskommen wird, ist eine Welle, die jetzt nicht mehr läuft,
ja, also die sich nicht mehr in Raum und Zeit ausbreitet, sondern wo die Knoten und Bäuche, wo die räumlich fest sind. Ja? Man kann es auch ganz einfach verstehen in so einem Laserresonator. Da brauchen wir immer ein ganzzahliges Vielfaches an Knoten und Bäuchen, die da reinpassen müssen. Ja? Also typischerweise ist es so, dass wir an den Spiegeln, da haben wir also Knotenflächen, ja, also die Spiegel, wenn es metallische Spiegel wären, was wir hier tatsächlich nicht haben, ja, also wenn das Spiegel wären, metallische Spiegel wären, dann ist klar, im metallischen Spiegel ist das elektrische Feld gleich Null, deswegen müssen wir hier also hier tatsächlich Knotenflächen haben. Und das heißt also, es passt also ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge oder genauer gesagt der halben Wellenlänge passt in so einem Resonator rein. So, jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ich kann dieses Ding drehen. Ja, das quietscht hier schon. Warum das quietscht, werde ich gleich erklären. Wenn ich jetzt diese Anordnung hier drehe, dann ist es doch so, dass während sich das Licht von diesem Spiegel darüber bewegt und ich drehe den, ja, dass ich den Spiegel wegdrehe von der Welle. Ja, also dass diese Länge größer wird. Ja? Also für das Licht, das da so rumläuft, wird der Weg, wird also diese Resonatorlänge wird größer, wenn ich das so rumdrehe. Und für das Licht, das andersrum läuft, da wird er kürzer. Ja? Und was Sie daran sehen, ist, dass dass beide Umlaufrichtungen, dass die verschiedene Frequenz haben müssen dann. Ja? Also die Wellenlänge ändert sich und da das alles hier in Luft stattfindet, also wo der Brechungsindex im Wesentlichen 1 ist, haben diese beiden Strahlen, die aus diesem die hier in dem Resonator umlaufen, die haben verschiedene Frequenz. So, wenn man einen Laser haben will, dann müssen die Laserstrahlen natürlich auch irgendwie wieder rauskommen. Ja? Und das passiert hier an diesem Spiegel. Also da kommen die Laserstrahlen raus. Und es ist natürlich so, dass die so rumlaufen, ja, durch diesen halbdurchlässigen Spiegel, den wir hier haben, dass die da gerade weitergehen. Ja? Also die kommen hier raus, gehen also auf diesen Spiegel und passiert was damit. Während die andersrum laufen, ja, die gehen da so durch und werden von diesem Spiegel da hier in dieser Ecke ausgekoppelt. Ja, kommen also zwei Strahlen raus aus diesem Ringlaser. Und jetzt kann ich diese zwei Strahlen wieder überlagern. Wir haben gesagt, die haben leicht verschiedene Frequenz. Ja, und was passiert, wenn sie leicht verschiedene Frequenz haben? Ja, das erleben Sie in einem Orchester, wenn zwei Geigen versuchen, auf dieselbe Frequenz zu kommen. Ja, das klingt immer so, ja. Da gibt es also diese Schwebung. Werden wir das nächste Mal auch ausrechnen. Ja? Was man dann hört, ist die Frequenzdifferenz. Ja? Also wir haben hier zwei Strahlen, die leicht verschiedene Frequenz haben. Die Frequenz von beiden Strahlen sind beides optische Frequenzen. Wir haben null Chance, die Frequenz hier der Strahlen direkt zu messen. Aber wenn wir sie überlagern, dann passiert dasselbe wie im Orchester. Ja, dann haben sie also eine Schwebung. Und diese Schwebung, ja, also wir überlagern die beiden, ja, und wir überlagern die hier auf dieser Diode, die hier in diesem silbernen Kästchen, Fotodiode, die in diesem silbernen Kästchen steckt. Und dann können wir da die Schwebung messen. Und wenn die Frequenzen nur leicht verschieden sind, dann ist die Differenz dieser Frequenz in einem Bereich, die wir tatsächlich messen können. Ja? Und was da aus dieser Fotodiode rauskommt, das zeigt dieses Oszilloskop an. Mal schauen, ob das gelingt, dieses Oszilloskop. Ah ja. Ja. Und um das Ganze hörbar zu machen, wird also diese Schwingung also auf einen Lautsprecher gegeben. Wenn ich das langsam drehe, ja, wird der Ton tiefer, drehe ich schneller, wird er höher. Ist das nicht hübsch? Ja.
So, und auf Moodle, da finden Sie so eine kleine Rechnung. Ja, Sie können das Ganze, können Sie ausrechnen, ziemlich einfach können Sie das ausrechnen, wie so ein Laserkreisel funktioniert. Ja, ich denke, die Zeit ist um. Ich werde noch ein bisschen was nachtragen zur Interferenz das nächste Mal. Ja, also auch Interferenz an dünnen Schichten werden wir uns noch mal kurz anschauen und dann diese Geschichte hier noch mal ganz kurz behandeln und auch auf die technische Bedeutung eingehen. Und nächsten Dienstag, da funktioniert dann hoffentlich YouTube wieder. Ich bin mal gespannt, woran es gelegen hat. Herrn Fuchs haben Sie hier schon rumlaufen sehen. Der hat das Problem sicher schon im Griff. Also dann bis nächsten Dienstag. Schöne Woche noch.